Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 2 der sechsten Season Geschichte und Fiktion. In dieser Season geht es darum, wie in der Literatur die Biografien berühmter historischer Persönlichkeiten verarbeitet werden. Und dazu gehören auch die Autobiografien. Heute möchte ich Ihnen zwei Antipoden vorstellen, nämlich einmal Augustinus, den Kirchenvater, der um 400 nach Christus gelebt hat, und Jean-Jacques Rousseau, der Mitte des 18. Jahrhunderts auch in Frankreich Bekenntnisse geschrieben hat. Confession, während das Werk von Augustinus lateinisch Confessiones hieß. Beide Autoren sind Zeitzeugen eines großen, tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, den in der Spätantike der Hinwendung des Abendlandes zum Christentum, zum katholischen Christentum mit dem Oberhaupt in Rom und zum anderen Jean-Jacques Rousseau, der nun in der Zeit der Aufklärung und beginnenden Industrialisierung sich von diesen kirchlichen Institutionen abwenden wird und eine sehr säkularisierte Form der Christlichkeit vertreten wird. Eine autonome Persönlichkeit beschreibt ein Entwicklungs-Ich. Das werden wir uns noch genauer anschauen. Augustinus, der Kirchenvater, der ganz wichtig für die katholische Kirche geworden ist, der mit seinen Werken, seinen theologisch-philosophischen Werken, die Kirche als Institution im Abendland gefestigt hat. Ein Mann, der sehr zu gelitten hat unter seiner Sündhaftigkeit, vor allem unter seiner Sexualität, seiner fleischlichen Begierde, und der nun sozusagen den Begriff der Erbsünde und der Begierde, Concupiscentia, in das katholische Christentum mit hineingetragen und zementiert hat. Ein Mann, der sich über den freien Willen ausgelassen hat, den freien Willen, der zu Sündhaftigkeit auch führen kann, im Unterschied zur Vorherbestimmung durch Gott. Ein Mann, der immer den Gegensatz zwischen Sinneslust und Gottesliebe herausgearbeitet hat, darunter gelitten hat unter dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen und der nun in seinen Bekenntnissen den Weg beschreibt, wie er von einem heidnischen, sinneslustigen Leben hin zum asketischen Katholiken wird, wenn man so will. Rousseau dagegen beschreibt sich selbst, das sind beides ja Autobiografien, beschreibt sich selbst als einen Menschen, der sich entwickelt hat von einem einfachen, noch sehr unschuldigen, naturhaften Wesen, hin zu einer erwachsenen Person, die auch durch die Gesellschaft immer mehr der Verderbtheit ausgesetzt war. Und seine ursprüngliche Reinheit und Göttlichkeit im Zuge seiner Zivilisierung verloren hat. Weg von seinem von seiner natürlichen Beschaffenheit hin zu einem korrupten bürgerlichen Wesen. Die Stimmung in diesem Buch ist antiklerikal, immer wieder auch beschrieben, dass er Missbrauchshandlungen ausgesetzt ist von kirchlicher Seite, von Vertretern der kirchlichen Seite und eine Form der Bekenntnis schreibt, die auch eine Rechtfertigung seiner Person darstellt. Er kann einiges, was er schuldhaft
getan hat, durch die äußeren Umstände rechtfertigen. Während Augustinus also eine Zwiesprache mit Gott hält, seine Schuld bekennt und den Gnadenerweis Gottes dankbar annimmt, ist Rousseau eine Person, die sich seine Sündhaftigkeit gesteht, aber sich rechtfertigt durch die äußeren Umstände. Rousseau, eine Autobiografie, die sehr psychologisch schon ist, die ist schon so etwas wie ein Unbewusstes in der Person erkennen lässt, davon kann bei Augustinus nicht die Rede sein. Nun muss man einfach bedenken, dass das Christentum etwas eingeführt hat in die Religionen, auch in die drei monotheistischen Religionen, was man die Beichte nennt, nämlich das Schuldbekenntnis, das dann aufgrund von Reue erfolgt und das als Sakrament in der katholischen Kirche beheimatet ist und von der Kirche auch durch dieses Schuldbekenntnis zunächst einmal kann diese Schuld von der Kirche abgelöst werden in gewisser Hinsicht. Letztlich wird jede Schuld im jüngsten Gericht erst abgelöst oder beurteilt werden, aber die katholische Kirche kann schon nach einem Sündenbekenntnis zu einer ersten Schuldlosigkeit zurückführen. Das wird dann kompensiert durch Strafenkataloge, die die katholische Kirche aufoktroyieren kann und so weiter und so fort. Im Calvinismus erfährt diese Beichtpraxis, die bei Augustin modern ist, neu ist, wird zurückgedrängt. Wir haben sie noch bei Luther in gewisser Form, aber dann bei den anderen reformatorischen Kirchen, wie eben zum Beispiel im Calvinismus, dem ja Rousseau ursprünglich angehört und später in späterer Zeit wieder, ist diese Beichtsakrament verneint worden. Augustinus Bekenntnisse, Confessiones, kann man quasi als öffentliche Beichte lesen, als ein Schuldengeständnis und die erfahrene Gnade, die er durch seine Bekehrung durch Gott erfahren hat. Und bei Rousseau ist es auch eine Beichte. Rousseau erzählt von seinen Verfehlungen, aber rechtfertigt sich. Er kann sich rechtfertigen, weil er sagt, ich bin sozusagen als ursprünglich reines, natürliches Wesen gesellschaftlichen Einflüssen ausgesetzt worden. Die Gesellschaft hat mich verdorben. Und das wird an dem Beispiel ganz besonders deutlich, als er davon erzählt, dass er seine unehelich gezeugten Kinder alle ins Waisenhaus abgegeben hat. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Zunächst Augustinus. Augustinus, geboren am 13. November 354 im heutigen Algerien. Gestorben am 28. August 430 in Hipporegius, auch Algerien. Ein römischer Bischof, Kirchenvater, Kirchenlehrer, neben Hieronymus Ambrosius von Mailand und Papst Gregor dem Großen, einer der vier lateinischen Kirchenväter der sogenannten patristischen Zeit, also der alten Kirche, der Beginn der Institution Kirche im Abendland. Und Augustinus hat nun zu sehr vielen Fragen des Christentums Stellung genommen und seine Antworten haben zum Teil kanonische Geltung erhalten. Gerade was zum Beispiel die Erbsünde angeht und die Concupiscentia, das hat sich festgesetzt und hat auch zu einer körperfeindlichen Sexualethik geführt, die bis heute auch Nachwirkungen zeigt in gewissen christlichen Gemeinschaften. Er hat sich mit Philosophie seiner Zeit auseinandergesetzt, hat zahlreiche Reisen unternommen, war in Rom,
war in Mailand. Seine Mutter hat ihn als Christin ganz stark beeinflusst und schließlich lässt er sich unter ihrem Einfluss und dem Einfluss des Bischofs von Mailand, Ambrosius, 387 christlich taufen. Er wird dann auch gegen seinen Willen 395 zum Bischof von Hippo Regius ernannt und bleibt dort bis zu seinem Tod. Sein Werk zeigt sehr viele Widersprüche, weil sich dieser Mann auch entwickelt hat, von seinen ursprünglichen Thesen fort hin zu anderen Thesen. Das hat sich ergeben durch die Zeitläufe, durch die vielen Formen des Christentums, die zur Sprache gekommen sind in dieser Zeit. Und so musste zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Gegner reagieren. Und da hat sich seine Gedanken weiterentwickelt. Und manches erscheint widersprüchlich, was er später gesagt hat, im Unterschied zu dem, was er früher gesagt hat. Nun hat er in den Jahren 397 bis 401 seine Konfessiones, seine Bekenntnisse geschrieben. Und diese Bekenntnisse sind schön, interessant zu lesen in vielerlei Hinsicht, weil sie Stellung nehmen zu großen Fragen, philosophischen Fragen der Zeit. Zum Beispiel, was ist Zeit? Wie muss ich mir Gott vorstellen? Aber auch Informationen über das alltägliche Leben im spätrömischen Reich Auskunft gibt. Es ist dialogisch gehalten. Er spricht als Ich ein Du an, in dem Fall Gott. Und seine Bekenntnisse sind so gehalten, dass sie zwar persönlich sind, aber dass sich doch jeder christliche Sünder in ihnen wiederfinden kann. Und dadurch eben werden diese Confessiones bedeutsam, auch für jeden Christen, der Probleme mit seinem Glauben hat zum Beispiel und der zu einem wahren Gottesmenschen heranreifen will. 13 Bücher. Die Bücher 1 bis 9 enthalten rückblickende Betrachtungen bis zum Jahr 387. Und dann die letzten Bücher kommen theologische Fragen verstärkt zum Ausdruck. Zum Beispiel, was ist Zeit, Gedächtnis, Schilderung seines Sünderseins, große philosophische Betrachtungen, die eben auch interessant sind für die Kirchengeschichte. Das Buch prägen folgende Grundüberzeugungen. Der Mensch ist grundsätzlich ein Sünder. Deswegen muss er seine Sünden bekennen. Ruhe findet er nur in Gott und Glaube ist ein pures Gottesgeschenk. Der Mensch wird sündig durch seinen freien Willen, auch durch Missverständnisse in gewisser Hinsicht. Letztlich kann er nur durch Gnade von Gott von diesen Sünden, von dieser Schuld befreit werden. Gott ist Ewigkeit, Wahrheit, Liebe, der Ursprung des Guten, das in allen Dingen zu finden ist, in der Welt zu finden ist. Sünde, eine Perversion des guten Seins, indem sich der Mensch vom Guten abkehrt und das Böse ist somit definiert als Mangel an Gutem. Das ist eine sehr interessante Überlegung, die er einführt und die dann in veränderter Form im Hochmittelalter wieder aufgegriffen wird. Der Mangel an Gutem, als auch später gesagt, ein Mangel an Sein, so bei Thomas von Aquin. Im achten Buch, die berühmte Bekehrungsgeschichte, die ich Ihnen dann auch vorlesen will, große Trouble, die er hat mit seinem Lebensstil. Er kann sich von seinen fleischlichen Gewohnheiten nicht distanzieren. Und dann kommt es zu seinem großen Bekehrungserlebnis durch die Lektüre von Römer
13 folgende, das lese ich Ihnen dann im Folgenden, diese Textstelle vor. Wichtig geworden ist auch die sogenannte Vision von Ostia im 9. Buch ab Kapitel 10, in dem Augustin die gemeinsame Verzückung mit seiner Mutter Monika kurz vor deren Tod schildert, wie sie sozusagen in einer mystischen Gottesschau beide vereint sind. Wie gesagt, seine Erlebnisse mit Gott, seine Erfahrungen Gottes sind kommunizierbar. Ein gläubiger Christ kann mit ihnen etwas anfangen, kann sie in gewisser Hinsicht auch darin wiederfinden. Und deswegen ist es so wichtig für ihn, dass er dieses doch sehr private Bekenntnis, Schuldenbekenntnis, öffentlich als Buch herausgibt. Das Schuldbekenntnis ist also auch ein Glaubensbekenntnis, was für alle Christen interessant ist. Es gilt als erste Autobiografie, die dezidiert historische Züge aufweist. Die ist ganz wichtig geworden für das neuere Genre der Autobiografien. Wir haben ja gesehen, dass mit dem entstehenden Individualismus in der Antike, schon in den vorchristlichen Jahrhunderten, das Individuum entsteht im Abendland und damit ein Interesse an biografischen Überlieferungen. Und jetzt hier die erste große Autobiografie, die dann im Abendland immer wieder aufgegriffen werden wird und verändert werden wird. Genau, ich lese Ihnen zwei Abschnitte daraus vor. Einmal den sogenannten Birnendiebstahl, wo er schildert, wie er als junger Mann nur aufgrund seiner Sündhaftigkeit etwas tut, nämlich eine Birne stiehlt, was eigentlich gar keinen Sinn und Zweck hat. Er zeigt eigentlich, wie dumm, wie ohne Verstand dieser Diebstahl vonstatten geht. Denn wer Verstand hat, wird sich gegen das Gute auch nie vergehen. Das ist so seine Grundüberzeugung. Sondern das basiert auf der Abwendung des Menschen vom Guten, auf seinem freien Willen, auf seiner natürlichen Sündhaftigkeit auch. Der Birnendiebstahl. Sicherlich straft den Diebstahl, Herr, dein Gesetz, auch jenes, das in der Menschen Herzen geschrieben ist und das nicht einmal die Sünde austilgen kann. Oder gibt's wohl einen Dieb, der sich Diebstahl ruhig gefallen ließe? Wehrt sich doch selbst ein Reicher gegen Notdiebstahl? Ich aber wollte stehlen und stahl auch von keinem Mangel gedrängt, nur dass die Gerechtigkeit mir mangelte und zuwider war und die Sünde mich reizte. Wollte das gestohlene Gut auch nicht etwa genießen, sondern den Diebstahl selbst und die Sünde wollte ich genießen, denn ich stahl, was ich selbst im Überfluss und viel besser besaß. Ein Birnbaum stand in der Nähe unseres Weinbergs mit Früchten beladen, die weder durch Aussehen noch Geschmack locken konnten. Tief in der Nacht, die wir bis dahin nach übler Sitte auf den Straßen spielend zugebracht, machten wir böse Buben uns daran, den Baum zu schütteln und plündern und schleppten die Früchte haufenweise weg. Mochten wir auch einige essen, taten wir es doch nicht deswegen, sondern warfen sie meistens den Schweinen vor. Was uns reizte, war nur dies, dass es verboten war. Sieh mein Herz an, o Gott, sieh mein Herz, in Abgrundtiefe lag es, und doch hast du dich sein erbarmt. Sieh, nun soll dies mein Herz dir sagen, worauf ich eigentlich aus war, so für nichts und wieder nichts böse zu sein, wo es doch für meine Bosheit keinen anderen Grund gab als die Bosheit selbst. Hässlich war sie, und ich liebte sie doch, liebte mein Verderben, liebte mein sündliches Vergehen, nicht das, weswegen ich mich scheinbar verging, sondern das Vergehen selbst.
wie abschreckend die Seele, die deinen Felsengrund verlässt, sich ins Verderben stürzt und schändlich nicht dies oder das, sondern die Schande selbst begehrt. Sie sehen, wie in diesem Beispiel er eine Sünde, eine Schuld bekennt, in der sich der Leser auch wiederfinden kann, wenn er eben jetzt keine Birnen gestohlen hat, sondern sich in anderer Form gegen ein Gesetz, ein gutes Gesetz, vergangen hat. Dann lese ich Ihnen noch die berühmte Bekehrungsgeschichte vor. Entschuldigung, ich muss gerade suchen. Ja, das ist im 8. Buch, die Bekehrung. Da hat er große Probleme mit seinen Gewohnheiten, mit seinen fleischlichen Gewohnheiten. Die Sinneslust macht ihm immer wieder Probleme. Er hat sich aber schon mit dem Christentum auseinandergesetzt und ist jetzt in einen großen Zwiespalt geraten. Und jetzt wird eben geschildert, wie er sich dann letztlich Gott zuwenden kann. Denn nun zeigte sich mir auf der Seite, wohin ich mein Gesicht gewandt, obschon ich ängstlich noch nicht hinüber zu eilen wagte, die reine Würde der Keuschheit, freundlich heiter, aber nicht ausgelassen, sittsam mich lockend, dass ich kommen und nicht länger zögern sollte. Sie streckte mich an sich zu ziehen und zu umfangen fromme Hände aus und hielt in ihnen mir entgegen ganze Scharen edler Vorbilder. So viel Knaben waren da und Mädchen, Jugend in Fülle und alle Lebensalter, ernste Witwen und ergraute Jungfrauen und in allen die Keuschheit, keineswegs unfruchtbar, sondern eine gesegnete Mutter. Und ihre Kinder, das waren die heiligen Freuden, von dir, Herr, ihrem Gatten empfangen. Sie lächelte mich an, diese Keuschheit, und ihrem Lächeln lag eine Mahnung, als sagte sie: Und du kannst es nicht, was diese alle, Männer und Frauen, gekonnt? Konnten sie es etwa in eigener Kraft und nicht vielmehr in dem Herrn, ihrem Gott? Der Herr, ihr Gott, hat's ihnen gegeben. Was stellst du dich auf, dich selbst, und kannst so doch nicht stehen? Wirf dich auf ihn und fürchte dich nicht. Er wird sich dir nicht entziehen, dich nicht fallen lassen. Ja, wirf dich getrost hin, er wird dich auffangen und gesund machen. Und ich errötete in brennender Scham, dass ich immer noch das Geflüster jener Torheiten hörte und zaudernd schwankte, und wiederum war's, als wenn die Keuschheit spräche: Verschließe deine Ohren gegen das, was von deinen unreinen Gliedern kommt, und lass sie sterben. Sie verheißen dir Freuden, aber nicht wie das Gesetz des Herrn, deines Gottes, sie verheißt. Das war das Streitgespräch in meinem Herzen, und nur ich selbst war's, der so gegen sich selbst ankämpfte. Alypius aber, sein Freund, dicht neben mir sitzend, harrte schweigend auf das Ende meiner seltsamen Erregung. Jetzt aber, da eindringende Betrachtung aus verborgenen Tiefen mein ganzes Elend hervorgezogen und mir vor das Seelenauge gerückt hatte, erhob sich ein gewaltiger Sturm und trieb einen gewaltigen Regenguss von Tränen heran. Dass ungehemmt er strömen und tosen könne, erhob ich mich von Alypius, denn der Weinende ist, deuchte mich am besten allein, und entfernte mich so weit von ihm, dass seine Nähe nicht mehr stören konnte. So stand es mit mir. Und er begriff, denn ich hatte wohl auch einiges gesagt, ich weiß nicht mehr was, und der Ton meiner Stimme verriet die aufsteigenden Tränen. So war ich denn aufgestanden. Er blieb zurück, wo wir gesessen, starr vor Staunen. Ich aber warf mich, weiß nicht wie, unter einen Feigenbaum zur Erde und ließ den Tränen freien Lauf. Sie flossen in Strömen
aus meinen Augen ein dir gefälliges Opfer, und nicht mit diesen Worten, aber dem Sinne nach sprach ich zu dir: Ach du Herr, wie lange? Wie lange, Herr, willst du so gar zürnen? Gedenke nicht unserer alten Missetaten. Denn ich fühlte, dass sie es waren, die mich festhielten, und jammervoll ertönte mein Rufen. Wie lange noch, wie lange immer bloß morgen, morgen? Warum nicht jetzt? Warum nicht in dieser Stunde ein Ende meiner Schmach? So sprach ich und weinte in bitterster Zerknirschung meines Herzens, und siehe, da höre ich vom Nachbarhause her in singendem Tonfall, ich weiß nicht, ob eines Knaben oder eines Mädchens Stimme, die immer wieder sagt: Nimm und lies, nimm und lies. Sogleich wandelte sich meine Miene, und angestrengt dachte ich nach, obwohl Kinder bei irgendeinem Spiele so zu singen pflegten, doch konnte ich mich nicht entsinnen, dergleichen je vernommen zu haben. Da ward der Tränenfluss zurückgedrängt, ich stand auf und konnte mir's nicht anders erklären, als dass ich den göttlichen Befehl empfangen habe, die Schrift aufzuschlagen und die erste Stelle zu lesen, auf die meine Blicke treffen. Denn ich hatte von Antonius vernommen, dass er bei der Verlesung des Evangeliums, der er zufällig beigewohnt, sich durch ein Wort, als wäre es zu ihm gesprochen hatte, aufrufen lassen: Geh hin und verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Von dieser Gottesstimme angesprochen, erzählte man, habe er sich sogleich zu dir bekehrt, so kehrte ich schleunigst dahin zurück, wo Alypius noch saß, denn dort hatte ich, als ich fortging, die Schrift des Apostels liegen gelassen. Ich griff sie auf, öffnete und las schweigend den ersten Abschnitt, der mir in die Augen fiel. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern ziehet an den Herrn Jesus Christus und hütet euch vor fleischlichen Genüssen. Weiter wollte ich nicht lesen, brauchte es auch nicht, denn kaum hatte ich den Satz beendet, durchströmte mein Herz das Licht der Gewissheit und alle Schatten des Zweifels waren verschwunden. Hier das große Bekehrungserlebnis von Augustinus, das weltberühmt geworden ist, dieser Spruch: Tolle et lecke, nimm und lies, das kennen viele. Das werden viele von Ihnen auch kennen. Und dann andererseits einen Mann des 18. Jahrhunderts, der zur Zeit der Aufklärung lebt, in einer Zeit, in der man sich von den Institutionen Kirche zu entfernen beginnt, in der das abendländische Individuum sich selbst anfängt zu definieren als Entwicklungs-Ich, in dem es nach wie vor diese Schuldgefühle gibt. Das kennzeichnet auch ganz stark Jean-Jacques Rousseau, gerade auch die Fleischeslust, die ihn bedrückt oder zu bestimmten Taten verursacht haben, die wird sehr eindrücklich auch in diesen Confessions geschildert. Ich werde euch Beispiele daraus vorlesen. Jean-Jacques Rousseau, geboren am 28. Juni 1712 in Genf, gestorben am 2. Juli 1778 in Ermenonville bei Paris, Schriftsteller, Pädagoge, Naturforscher, Komponist, das schildert er auch immer wieder in seinen Confessions, politischer Schriftsteller, ein wichtiger Mann, dessen Werke auch mit die Französische Revolution nicht hervorgerufen, aber geprägt haben, und der vor allem auch für eine neue, moderne Pädagogik mitverantwortlich ist. Sein Buch Emile, 1761, 62, ich sage es immer falsch,
1762, das war auch ein Lieblingswerk von Immanuel Kant. Für Rousseau ist nun die Vorstellung die, dass der Mensch ursprünglich als Naturwesen rein und unschuldig ist und dass er im Verlaufe seines Erwachsenwerdens in seiner Entwicklung sich immer mehr von dieser Natur entfernt und durch die Gesellschaft auch korrumpiert wird. Die Zivilisation verdirbt den Menschen, von daher auch immer dieser Spruch zurück zur Natur, der ihm zugeschrieben wird. Dieser Spruch ist von daher zu verstehen. Und nun schildert er in seinen Confessions, die gehen bis in die 60er Jahre des 18. Jahrhunderts, wie er geboren wird, wie er heranwächst, was für Menschen er trifft, wie er erzogen wird und was ihm im Laufe dieses frühen Lebens alles begegnete. Er selbst sagt, dass die Confession Folgendes machen wollen. Dies ist das einzige Bild eines Menschen genau nach der Natur und in seiner ganzen Wahrheit gemalt, das es gibt und wahrscheinlich je geben wird. Er sagt also, ich habe mich wirklich geöffnet, offenbart. Es sind Bekenntnisse, Confession. Und ich halte mit nichts hinterm Berg. Und tatsächlich sind einige seiner Schilderungen bemerkenswert in ihrer Deutlichkeit, ihn sympathisch machenden Form. Rousseau schildert in 12 Büchern seine Kindheit, sein ruheloses Leben, das er dann vor allem auch ab 16 Jahre führt, seine Wanderjahre, seine Liebschaften, seine wechselnden Berufe, Anstellungen, seine Bemühungen, Beachtung zu finden. Und immer wieder erkennt man diesen Hass auf die Gesellschaft und die Sehnsucht nach einem idyllischen Leben in der Natur. Die Bekenntnisse sind unvollendet. Es ist ja auch eine Autobiografie, die eigentlich nur enden kann mit dem Tod. Aber diese endet schon im Jahr 1766, als er aus Genf nach England fliehen muss. In einigen Punkten scheint diese Wahrheit doch angreifbar. Vor allem dann, wenn er seine Taten auf eine Art und Weise rechtfertigt, die vielleicht nur ihm einleuchten, aber zumindest nicht mehr uns, an uns modernen Lesern. Und auch schon zu seiner Zeit ist er für manches kritisiert worden, so zum Beispiel für sein Verhalten seinen eigenen Kindern gegenüber. Jean-Jacques Rousseau, nun schildert er, wird 1712 als zweiter Sohn eines Uhrmachers geboren. Er ist kränklich, seine Mutter stirbt und sehr schnell. Sein Vater erzieht ihn zunächst sehr liebevoll, vernachlässigt den älteren Bruder, der dann sehr früh schon das Elternhaus verlässt, in Lehre geht und dann auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Aber er hat Jean-Jacques Rousseau selber hat eine glückliche Kindheit, auch mit der jüngeren Schwester des Vaters, die ihm die Liebe zur Musik ins Herz legt. Der Vater gerät in einen Streit mit einem Hauptmann der französischen Armee und muss Genf verlassen. Und Jean-Jacques wird nun zu seinem Onkel Bernard geschickt und mit dessen Sohn, seinem Vetter Bernard, zu einem Prediger aufs Land gegeben. Der Prediger heißt Lambercier und hat eine Schwester, Fräulein Lambercier. Und ein Erlebnis, das er mit diesem Fräulein Lambercier hat, werde ich Ihnen gleich vorlesen, weil er mit ihr etwas erlebt, als Junge, als Knabe, was seine Sexualität im späteren Leben tief beeinflussen wird. Das lese ich Ihnen vor, das ist auch sehr berühmt geworden. Es ist oft weitatmig geschrieben. Es ist für mich erstaunlich, an was sich Rousseau
zu erinnern vermeint, an solche Details, an solche Genauigkeiten aus der frühen Zeit. Natürlich hat er auch auf Ausschriebe zurückgegriffen, aber es ist bei manchem denke ich mir, ob er das wirklich alles sich noch erinnern konnte, so viel später in den ja in so späterer Zeit, wo man heutzutage weiß, wie trügerisch das eigene Gedächtnis ist. Also von daher ist das auch mit der Wahrheit vielleicht etwas vorsichtig zu nehmen. Er bleibt 3 Jahre im Dorf in Bussy bei seinem Onkel. Dann wird er unter anderem zu einem Geldeintreiber gebracht. Er kommt zu einem Graveur, der sein Verhalten, die Arbeit dort prägt, sein Verhalten, denn er lernt bei diesem Graveur zu stehlen und zu lügen. Jetzt korrumpiert, beginnt schon die Korruption durch die Gesellschaft. Eines Abends, er ist 16 Jahre alt, werden die Stadttore vor seiner Nase geschlossen und er kommt nicht mehr rein. Aus Angst vor seinem Meister flieht er und kommt nun nach Annecy zu Frau von Varan, die eine 28-jährige Witwe ist und die ihn nicht bei sich behalten kann, denn das wäre nun etwas gesellschaftlich nicht erlaubtes gewesen. Sie schickt ihn weiter nach Turin und möchte, dass sie möchte als gute Katholikin, dass er zum Katholizismus bekehrt wird. Das passiert dann auch. Jean-Jacques wird getauft, wird Katholik. Er arbeitet dort, gerät in die Liebesfänge einer Kaufmannsfrau, die ihm sehr gut gefällt. Der Kaufmann bemerkt das, schmeißt ihn aus dem Haus raus und er kehrt dann zurück zu Frau von Varan, die er nun liebevoll Maman nennen lernt und sie ruft ihn Petit Kleiner. Er wird Musikschüler und Chorist. Er geht mit einem Priester auf Reisen, kehrt dann zu Maman zurück, doch sie ist verreist, geht dann nach Lausanne, wird Musiklehrer und Komponist und ist zwar ein Dilettant, aber seine Werke finden, sogar eine Oper findet sogar Anerkennung bei Louis XV, bei Ludwig dem 15. Jean-Jacques wird Dolmetscher bei einem christlich-orthodoxen Priester. Er schildert unsittliche Annäherungen eines Abbé, eines Abtes, die er abwehren kann, kommt schließlich zur Madame von Varan zurück und beginnt nun mit ihr eine Liebesbeziehung und schildert dann ziemlich deutlich seine erste sexuelle Begegnung mit einer Frau. Er beschäftigt sich intensiv mit Mathematik und Literatur. Er muss auf eine Kurreise gehen und als er zurückkehrt, stellt er fest, dass Frau von Varan einen neuen Liebhaber hat und dass er sozusagen ad acta gelegt worden ist. Er wird dann Hauslehrer und schließlich Sekretär des französischen Gesandten in Venedig. Unstimmigkeiten mit diesem Botschafter lassen ihn 1744 nach Paris zurückkehren, wo er sich jetzt verliebt, und zwar in Thérèse Levasseur, die eine Wäscherin aus einer guten Familie war, ein liebreizendes Mädchen, das er zärtlich liebt. Sie lieben sich zärtlich. Und es kommen mehrere Kinder aus dieser Beziehung, nämlich insgesamt 5, und alle 5 lässt er ins Windelhaus bringen. Und seine Begründung dafür, warum er das tut, das werde ich Ihnen gleich vorlesen. Eines Tages will er seinen Freund Denis Diderot in Vincennes in Gefangenschaft besuchen und findet einen Aufruf der Akademie von Dijon,
eine Abhandlung darüber zu schreiben, ob der Fortschritt der Wissenschaften und der Künste zur Verfeinerung der Sitten geführt habe. Und er verfasst eine Abhandlung und seine Antwort ist klar und deutlich nein. Jede Form von Zivilisierung, von Gesellschaft führt zur Korruption, korrumpiert das natürliche, reine Wesen des Menschen. Und erstaunlicherweise wird ihm für diese Abhandlung der erste Preis zuerkannt. Er wird ein wenig berühmt. Er wird Obersteuereinnehmer. Er komponiert, wie gesagt, jetzt diese Oper, die Anerkennung von Louis XV findet. Seine Schriften machen ihn bekannt. Er kehrt zum calvinistischen Glauben zurück. Und eine Gönnerin, Madame d'Épinay, stellt ihm nun ein Häuschen in Montmorency für seine Arbeit zur Verfügung. Hier verfasst er Julie oder die neue Heloise. Das bringt ihm hohes Ansehen bei. Er entzweit sich unter anderem auch mit Diderot und immer wieder hat er Liebesaffären. Es entstehen 1760 und 62 seine großen Werke, für die er dann wirklich berühmt ist, geworden ist, der Contrat social, der Gesellschaftsvertrag und der Bildungsroman Emile. Jetzt beginnt schon die Öffentlichkeit auf ihn aufmerksam zu werden und die öffentlichen Behörden fangen an, seine Schriften zu kritisieren. Sie sind ihnen zu gefährlich. Und seine Bücher werden zum Teil verboten, unter anderem auch der Emile in Paris. Nun macht sich immer mehr Paranoia bei ihm breit und er schildert es auch, wie immer mehr der Verfolgungswahn sozusagen in seiner Seele sich einnistet. Er flieht aus Frankreich, reist in die Schweiz. Er entwickelt ein sehr seltsames Gebaren. Er zieht sich ganz verwegen an, eine armenische Garderobe, weit geschnitten, was ihn dann auch in der Bevölkerung bekannt macht. Schließlich wird er so auffällig, dass er dem Volk wie ein Antichrist erscheint. Er muss fliehen, flieht auf eine Insel im Bieler See. Die Schweizer fordern ihn auf, die Insel zu verlassen. Rousseau reist weiter nach England und das ist nun das Ende dieser Confession. Die weiteren Ablauf seines Lebens sind nicht geschildert. Die Bekenntnisse sind aus Skizzen und Niederschriften hervorgegangen, was vielleicht ein wenig ihre Genauigkeit erklärt, aber mir trotzdem doch ein wenig suspekt zu sein scheint, weil diese Genauigkeit der Erinnerungen an die früheste Jugend, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Im zweiten Teil des Buches wird sein Ton immer polemischer. Er schildert die Verschwörungen, die gegen ihn angezettelt werden. Zusammenfassend. Es ist erstaunlich, wie offen Rousseau auch schlüpfrige Details aus seinem Leben berichtet. Homosexuelle Begegnungen, Besuch bei Prostituierten, exhibitionistische Neigungen, masochistische Neigungen. Das ist schon sehr erstaunlich. Und ich möchte Ihnen zwei Stellen vorlesen. Zum einen eben etwas, was Ihnen in frühester Kindheit zustößt an Sexualisierung, was dann ins Unbewusste bei ihm absackt und sein ganzes Leben als sexuell Erwachsener prägen wird. Und zum anderen eben sein Verhalten seinen Kindern gegenüber, die er eben fünf Kinder ins Findelhaus geben wird, und seine Rechtfertigung. Das ist jetzt ein Schuldbekenntnis, was sich gleichzeitig selbst
exkulpiert, also von einer Beichte, wie sie Augustin abgibt und nun eine Annahme durch Gott allein schildert, da hieß hier keine Rede davon, sondern das ist wirklich eine Selbstrechtfertigung, die doch sehr auch abstrus zu sein scheint. Ich lese Ihnen nun vor, was ihm als junger Mann passiert ist mit der Schwester von Lambercier, zu dem er ja gegeben worden ist mit seinem Neffen, nachdem sein Vater Genf verlassen musste. Und er wird nun eben von dem Lambercier erzogen und von dessen Schwester Fräulein Lambercier. Da Fräulein Lambercier uns die Zuneigung einer Mutter entgegenbrachte, besaß sie auch die Machtvollkommenheit in einer solchen, was sie bisweilen, wenn wir es verdient hatten, dahin führte, über uns jene Strafe zu verhängen, die man Kindern zuteil werden zu lassen pflegt. Lange genug ließ es bei der Androhung bewenden, und die Androhung dieser für mich ganz neuen Züchtigung hatte viel Erschreckendes. Aber nach dem Vollzug fand ich sie in der Tatsache weit weniger peinvoll, als sie es mir in der Erwartung gewesen war. Und was das Wunderlichste ist, diese Strafe steigerte sogar meine Zuneigung zu der, die sie mir verabreicht hatte. Es bedurfte sogar der ganzen Wahrhaftigkeit dieser Zuneigung und aller meiner natürlichen Sanftheit, mich daran zu hindern, die Wiederholung dieses Verfahrens dadurch herbeizuführen, dass ich es zu verdienen suchte. Denn ich hatte in dem Schmerz und sogar in der Scham eine Art Wollust empfunden, die mehr Lust als Furcht in mir zurückgelassen hatte, sie noch einmal von derselben Hand bewirkt zu verspüren. Da sich in alles dies wahrscheinlich eine verfrühte Regung des Geschlechtes mischte, würde mir dieselbe Züchtigung von der Hand ihres Bruders sicherlich durchaus kein Vergnügen bereitet haben. Bei seiner Gemütsart war dieser Personenwechsel jedoch kaum zu befürchten, und wenn ich Abstand nahm, die Strafe herbeizuführen, so geschah es einzig aus Furcht, Fräulein Lambercier zu kränken. Denn die Wirkung der Zuneigung selbst der, welche die Sinne in mir hervorbringen, ist stets so geartet, dass sie ihnen in meinem Herzen die Gesetze vorschreibt. Jene Wiederholung aber, die ich fernhielt, ohne sie zu fürchten, trat ohne meine Schuld, das heißt ohne meine Absicht ein. Und ich darf sagen, dass ich mich ihrer mit reinem Gewissen erfreute. Dieses zweite Mal blieb jedoch auch das letzte, denn Fräulein Lambercier, die zweifelsohne an irgendeinem Zeichen wahrgenommen hatte, dass die Züchtigungsart ihren Zweck nicht erreichte, erklärte, sie würde in Zukunft auf sie verzichten, da sie sie zu sehr ermüde. Wir hatten bis dahin in ihrem Zimmer und im Winter sogar manchmal in ihrem Bett geschlafen. 2 Tage später stellte man unsere Betten in ein anderes Zimmer und mir ward außerdem die Ehre, auf die ich gern verzichtet hätte, fortan von ihr als erwachsener Knabe behandelt zu werden. Wer möchte glauben, dass diese im 8. Lebensjahre von der Hand eines 30-jährigen Mädchens empfangene Kinderstrafe für den Rest meines Lebens meine Neigungen, meine Begierden, meine Leidenschaften bestimmt hat, und zwar in einem genau entgegengesetzten Sinne als dem, der sich natürlicherweise daraus hätte entwickeln müssen. Wenn meine Sinne entzündet wurden, irrten meine Wünsche, befangen in dem, was ich empfunden hatte, zur gleichen Zeit so sehr ab, dass es ihnen gar nicht beikam, etwas anderes zu ersehnen. Mit einem seit meiner Geburt vor Sinnlichkeit brennenden Blute erhielt ich mich bis in ein Lebensalter, in dem selbst die kältesten und spätreifsten Veranlagungen sich entfalten, von jeder Befleckung rein. Lange Zeit von etwas gequält, was ich nicht kannte, verschlang ich alle schönen Frauenzimmer mit glühenden Blicken, und meine Fantasie rief sie mir unaufhörlich zurück, einzig
um sie nach meiner Art in Bewegung zu setzen und ebenso viele Fräulein Lambertiers aus ihnen zu machen. Das ist eine ganz erstaunliche Schilderung, wie er verprügelt wird, wohl mit der bloßen Hand auf den Popo. Und dass das eben eine sexuelle Lust in ihm erzeugt hat. Und diese Form von Bestrafung und gleichzeitig Lust sinkt so tief in seine Psyche ab, dass sie dann später seine Liebeserlebnisse prägen wird. Das ist schon eine Form von moderner Psychologie, die erstaunlich ist. Eben das Unbewusste, das dann in ihm, in der Kindheit erfahren, den später erwachsenen Mann ausmachen wird. Dann möchte ich Ihnen noch vorlesen seine Rechtfertigung, warum er seine Kinder ins Findelhaus abgibt. Also er lernt Therese Levasseur kennen, verliebt sich in sie und er liebt sie eigentlich sein Leben lang. Sie ist ein einfaches Mädchen, er versucht sie zu bilden, das gelingt ihm nicht. Aber trotzdem liebt er sie, weil er mit ihr ein einfaches, glückliches Liebesleben haben kann. Und nun wird sie schwanger. Und nun erklärt er, warum er die Kinder abgegeben hat. Und während ich über die Pflichten des Menschen philosophierte, trat ein Ereignis ein, das mich veranlasste, über die meinen ein wenig besser nachzudenken. Therese wurde zum dritten Mal schwanger. Zu aufrichtig gegen mich selber und innerlich viel zu stolz, um meine Grundsätze durch meine Handlungen verleugnen zu wollen, fing ich an, das Schicksal meiner Kinder und mein Verhältnis zu ihrer Mutter nach den Gesetzen der Natur, der Gerechtigkeit und der Vernunft und nach den Sätzen jener heiligen, reinen und gleich ihrem Schöpfer ewigen Religion zu bedenken, die Menschen unter der Vorgabe, sie zu läutern, befleckt und durch ihre Formel zu einer bloßen Wortreligion gemacht haben, da es ja nicht schwerfällt, das Unmögliche vorzuschreiben, wenn man sich von seiner Erfüllung entbindet. Wenn ich mich auch in meinen Ergebnissen täuschte, so war daran doch nichts erstaunlich als die Seelenruhe, mit der ich mich ihnen überließ. Wäre ich einer jener Übelgeborenen und vor der süßen Stimme der Natur tauben Menschen gewesen, in deren Innerem niemals ein wahres Gefühl für Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu keimen vermag, so ließe sich meine Härte aufs Einfachste begreifen. Aber meine Herzenswärme, meine lebhafte Empfindungsfähigkeit, meine stete Bereitschaft, Zuneigung zu empfinden und die Gewalt, mit der ich ihrem Banne anheimfiel, die grausamen Qualen, die mir jedes Brechen mit Menschen bereitete, das mir angeborene Wohlwollen für all meine Mitmenschen, meine glühende Liebe zu allem Großen, Wahren, Schönen und Gerechten, mein Abscheu vor jeglichem Bösen, meine Unfähigkeit zu hassen und jemandem Abbruch zu tun, ja auch nur es zu wollen, und die Rührung und tiefe und süße Bewegung, die mich beim Anblick alles dessen ergreift, was tugendhaft groß geartet und liebenswürdig ist, kann alles dieses sich jemals in ein und derselben Seele mit einer Verderbtheit paaren, die ohne jedes Bedenken die süßeste aller Pflichten unter die Füße tritt? Nein, ich fühle es und sage es laut, das ist völlig unmöglich. Auch keinen einzigen Augenblick lang ist Jean-Jacques jemals in seinem Leben ein gefühlloser, ein herzloser Mensch und ein unnatürlicher Vater gewesen. Wohl habe ich mich täuschen lassen können, aber innerlich verhärtet bin ich darum doch niemals gewesen. Es hielte allzu viel Wagen, wollte ich die Gründe anführen, die mich verleitet haben, denn da sie mich verführen konnten, würde es ihnen auch noch bei anderen gelingen. Und ich möchte die jungen Männer, die mich vielleicht lesen, nicht der Gefahr aussetzen, sich von denselben Trugschlüssen irreführen zu lassen. Ich will mich darauf beschränken zu sagen, dass mein Irrtum in dem Glauben bestand, die Tat eines Bürgers und eines Vaters dadurch zu tun, dass ich meine Kinder der öffentlichen Erziehung übergab
da ich sie nicht selber zu erziehen vermochte, und sie dazu bestimmte, Arbeiter und Bauern anstatt Abenteurer und Glücksjäger zu werden. Durch solche Gedanken fühlte ich mich als ein Mitglied des platonischen Staates. Mehr als einmal hat mich meine Herzensqual seitdem gelehrt, dass ich mich damals irrte. Meine Vernunft hat mir jedoch niemals Ähnliches offenbart, sondern ich habe im Gegenteil oft den Himmel gesegnet, meine Kinder vor dem Schicksal ihres Vaters und vor dem Los bewahrt zu haben, das sie bedroht hätte, sobald ich sie zu verlassen gezwungen gewesen wäre. Hier rechtfertigt Rousseau den Umstand, dass er 5 Kinder ins Sinnlaus gegeben hat. Er sagt, seine ganze Natur, von Natur an sei er ein liebevoller, herzlicher, von Gerechtigkeit erfüllter junger Mann gewesen und sei es bis heute. Seine Vernunft habe ihn erkennen lassen, dass er seine Kinder nicht recht würde erziehen können, dass er sie unglücklich machen würde, dass er sie korrumpieren würde. Und auf die Art und Weise erklärt Rousseau, warum er sie ins Sinnlaus abgegeben hat. Platon meint er, weil Platon ja auch so eine staatliche Erziehung der Kinder in seinem Werk vorgedacht hat. Man sieht sehr schön, wie hier, das sind zwar Bekenntnisse, er schildert auch Irrtümer, aber die Schuld wird eigentlich den äußeren Umständen zugeschrieben. Er kann nichts dafür. Es ist keine Schuld, die nun wirklich um Gnade bettelt, sondern eine Erklärung seiner Handlungsweise. Das ist doch sehr, sehr interessant. Und gerade auch die Psychologisierung seiner Person, die nun vollkommen anders ist als bei Augustinus, ist doch interessant. So hat man beide Werke, beide autobiografischen Werke immer gegenübergestellt und sie sind vollkommen unterschiedlich und das in demselben Kulturkreis, einem vom Christentum geprägten Kulturkreis.